Es folgt der Redebeitrag auf Deutsch. Liebe Angehörigen und Betroffene, FreundInnen, AktivistInnen, Initiativen, in Gedenken an die durch den sogenannten NSU Ermordeten stehen wir heute hier solidarisch an der Seite der Angehörigen und Freundinnen und Freunde der Opfer und der Betroffenen des rassistischen Terrors. Das heutige Urteil ist nicht hinnehmbar. Von Anfang an ist der NSU auf ein Trio und der Prozess auf 4 Angeklagte reduziert worden. Es ist nicht hinnehmbar, dass den mindestens 30 bekannt gewordenen V-Männern nicht der Prozess gemacht wird. Die Nebenklageanwältinnen gehen von insgesamt 500 Personen aus, die den NSU und seine mörderischen Taten aktiv unterstützt und sich somit ebenfalls schuldig gemacht haben. Die Täterinnen und Täter und Helfershelfer müssen mit angemessenen Strafen zur Verantwortung gezogen werden. Dass auch nach fast 7 Jahren seit dem Skandal um den NSU-Komplex immer noch keine Konsequenzen folgen, ist nicht hinnehmbar. Nur wenige Monate nach der Selbstenttarnung des NSU am 4. November 2011 wurde am 5. April 2012 Burak Bektas in Berlin-Neukölln ermordet. Der Tathergang und die Tatumstände deuten auf ein rassistisches Mordmotiv hin. Eine NSU-Nachahmungstat ist gut möglich. Eine Gruppe von 5 Jugendlichen mit sogenanntem Migrationshintergrund trifft sich zufällig und unterhält sich an einer Bushaltestelle gegenüber dem Krankenhaus Neukölln. Ein weißer Mann kommt auf die Gruppe zu, schießt ziellos und verschwindet wortlos. Die ermittelnden Behörden schließen eine Beziehung zwischen Opfer und dem Täter aus. Burak Bektas stirbt an seinen Verletzungen, 2 seiner Freunde werden angeschossen und überleben nur schwer verletzt. Der Mörder ist noch immer nicht gefunden. Die Ermittlungsbehörden sehen angeblich keinerlei Anhaltspunkte, die zu einer Aufklärung der Tat führen könnten. Rassismus als mögliches Mordmotiv wird, wie in vielen anderen Fällen, auch nach dem NSU-Skandal immer noch nicht genügend berücksichtigt. Doch spätestens seit dem NSU ist klar, wenn ein Migrant oder eine Migrantin ermordet wird, muss von einem rassistischen Mordmotiv ausgegangen werden, so lange, bis die ermittelnden Behörden das Gegenteil beweisen. Deshalb fragen wir seit 6 Jahren, war Rassismus das Motiv? Als Konsequenz aus dem Aufliegen des NSU-Komplex gründete sich nach diesem Mord unsere Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas. Wir wollten nicht wieder die Augen verschließen und die Angehörigen der Opfer allein lassen. Zusammen mit Familie Bektas und Angehörigen und Freundinnen und Freunden von Burak kämpfen wir für die Aufklärung dieses Mordes. Zum 6. Jahrestag haben wir mit Unterstützung von vielen den Gedenkort für Burak Bektas ganz in der Nähe des Tatorts eingeweiht. Wenige Tage darauf wurde die Gedenkskulptur mit einer Chemikalie übergossen. Das ist ein weiterer rassistischer Angriff hier in Neukölln. Er reiht sich in eine Vielzahl von Angriffen ein. Drohbriefe von Reichsbürgern, Brandanschläge gegen linke Läden und gegen linke AktivistInnen. 2015 wurde ebenfalls in Neukölln der junge Brite Luke Holland ermordet. Er telefonierte gerade auf Englisch vor einer Kneipe mit einem Freund. Der Mörder, Rolf Zielinski, beschwerte sich kurz zuvor darüber, dass in jener Kneipe nicht mehr Deutsch gesprochen werde. In seiner Wohnung wurden illegale Schusswaffen, ein ganzes Zimmer voller Nazi-Devotionalien und 1 Kilo Schwarzpulver sichergestellt. Rolf Zielinski wurde zwar gefasst und verurteilt, ein rechtes Motiv jedoch konnte das Gericht nicht erkennen. Rechte und rassistische Morde, vermeintlich ohne Motiv, rassistische und rechte Gewalt, verharmlost, geduldet, gedeckt. Das ist nach wie vor bittere Realität in Deutschland. Es ist längst Zeit, mit dem Schweigen um den rassistischen Zustand in Deutschland zu brechen. Der Prozess in München ist diesen Weg nicht gegangen. Die Bundesanwaltschaft und das Gericht haben nicht nur nicht aufgeklärt, sie haben sogar aktiv dazu beigetragen, eine umfassende Aufklärung zu verhindern. Als Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas stehen wir mit euch Seite an Seite im Kampf um das Erinnern und Gedenken an die Mordopfer von narzisstischer und rassistischer Gewalt. Nur durch Druck seitens der Initiativen und Gruppen, die sich mit den Angehörigen und Betroffenen solidarisieren und sich zusammen gegen das Vergessen organisieren, erreichen wir etwas.
Der Weg, den wir gehen, ist die verstärkte Vernetzung von Angehörigen, Betroffenen und Initiativen. Wir erinnern und gedenken. Wir fordern Aufklärung, Entschädigung und Konsequenzen. Wir haben uns bundesweit für eine solche Vernetzung eingesetzt, für ein Aktionsbündnis. Gemeinsam haben wir alle seit mehreren Jahren dazu beigetragen, dass eine Politik nach dem Motto Staat und Nazis Hand in Hand nicht stillschweigend hingenommen wird. Es ist etwas ins Rollen gekommen, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die Kontinuitäten rassistischer und faschistischer Morde ist nicht vergessen. Die Opfer sind nicht vergessen. Das Echo um die Verantwortung von Staat und Politik und auch der Medien und der Gesellschaft ist nicht vergessen. Das Echo erschallt, denn niemand ist vergessen. Wir erinnern und gedenken all der Opfer rassistischer und faschistischer Gewalt. Unsere Solidarität gilt den Angehörigen und Betroffenen. Wir fordern mindestens die konsequente Umsetzung der Empfehlungen aus dem 2. NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Wir fordern Entschädigung für die Angehörigen der Opfer rassistischer und rechter Morde und Gewalt. Wir fordern unabhängige Untersuchungskommissionen mit umfassenden Rechten zur Aufklärung rassistischer und rechter Morde und Gewalt und deren Parteilichkeit für die Opfer. Schluss mit dem Stillschweigen über rassistische und narzisstische Morde und Gewalt. Brecht das Schweigen, kein Schlussstrich. Unsere Antwort: Widerstand!